einige Minuten nach dem Abpfiff für euch an. Nils zuerst. Überglücklich, aber auch fix und alle. Unbeschreiblich, also das ist das mit Abstand das beste Gefühl, was ich im Fußball je hatte. Das ist die größte Erleichterung. Wir haben 12 Monate dafür gearbeitet und wir sind einfach glücklich, dass wir das Ziel erreicht haben. Wie schwer war das heute, Nils, nach dem 5:0 im Hinspiel? Verdammt schwer, weil wir natürlich auch wussten mit dem 5:0-Sieg, wie die Jungs darauf reagieren. Das war ja, eine Sache, wo ich sage, wir wussten nicht, was kommt, ja, aber die Jungs haben das von der ersten Minute an sensationell hinbekommen und frühzeitig auch das 1:0 gemacht und da war, glaube ich, auch die beste Saison. Wie groß ist, sagen wir mal, jetzt die Vorfreude auf die A-Jugend-Bundesliga? Thomas, du mal zuerst. Ja, ich meine, besser geht's nicht. Wir sind auf der besten Ebene, die wir jetzt sein können. Und das Ziel von uns ist jetzt allen, nächstes Jahr den Abstieg zu vermeiden. Wir wollen uns da zeigen, dass wir nicht da sind für eine Saison. Wir wollen da bleiben und den Verein da halten können. Und dass du als, sagen wir mal, jetziger Jungjahrgang dann sozusagen in deinem letzten Juniorenjahr dann noch einmal Bundesliga überhaupt spielen kannst, auch schon ein tolles Gefühl, oder? Ja, das ist ein Traum. Ich meine, ich glaube nicht viele können das für sich behaupten. Sprechen wir den Tag an. Du hast schon gesagt, Nils, dass du ziemlich alle bist. Was passiert heute noch? Ja, ich hoffe einiges. Ja, wir werden heute Abend nach Wiesbaden gehen, werden dort eine Grillparty veranstalten, werden da schön die Sau rauslassen und morgen früh geht der Flieger nach Mallorca. Mallorca, eine Mallorca-Fahrt hat ja das Präsidium sozusagen noch gerade offeriert. Wie nimmt man das so auf als Spieler, Thomas? Einfach nur geil, sage ich mal. Und damit gefeiert ohne Ende. Abseits von den Feierlichkeiten, Nils, wie weit ist es so, dass jetzt, sagen wir mal, die Planungen für die Bundesliga auch schon voll im Gange sind? Ja, wir haben natürlich die letzten 2 Wochen oder 3 Wochen nicht geschlafen, sondern wir haben viele Gespräche schon im Hintergrund geführt mit potenziellen Neuzugängen. Da sind wir schon relativ weit und ich hoffe, dass wir nächste Woche die ersten Vollzüge melden können. Es war eine lange Saison, du hast es schon angesprochen, Thomas, wie alle bist du? Fertig, fix und fertig. Jetzt bin ich einfach froh, dass wir es geschafft haben. Jetzt haben wir, ich glaube, 2 Wochen frei, dann geht es wieder los. Und die 2 Wochen lassen wir es auch mal richtig gut gehen. Und dann ist es wieder hart und Arbeit. Dann genießt die Zeit. Dankeschön. Machen wir.